Hallo Welt, da sind wir wieder. Es dauert etwas, aber wir haben uns ja auch entschlossen, zu Fuß dorthin zu gehen und nicht via Schnellreise. Oh, Cherry. Cherry. Nuka Cherry. Das ist nur ein Werbeplakat. Ja, das heißt, wir sind fast da. Wir werden ankommen. Mittlerweile habe ich ganz vergessen, was wir eigentlich wollen. Wir sind schon so lange unterwegs. Folgen über Folgen. Wir schleichen mal lieber. Purified water ahead. Aha. Was auch immer das bedeutet. Hört sich nicht gesund an. Hier sind wir auf jeden Fall. Schon am richtigen Ort. Ja, wir hätten auch schnell reisen können hierher. Aber jetzt machen wir das einmal so. Traders, welcome. You're welcome. Oh, oh, was war das? Füße abtreten? Nein, welcome. Einmal durchatmen. Die Waffe... Welche nehmen wir denn da? Naja, das wäre mir eigentlich mit der Machete schon am liebsten. Okay, wir sind im Schleichmodus. Gehen jetzt hier rein. Und rein. Alles ist still. Wir werden auch still sein. Psst. Curry, nicht so laut, wir schleichen. Viele Ziele hier. Ich höre jemanden. Kampfpositionen. Macht ich gut. Habe genug von der Stille. Oh nein, nicht jetzt, Curry. Willst du jetzt reden? Psst. Du brauchst etwas, oder? Ich dachte, du wolltest reden. Warte mal eine Sekunde. Hast du jemanden gefunden, der mir helfen kann, ein Mensch zu werden? Ich bin auf der Suche, glaube mir. Das hat für mich oberste Priorität. Ich weiß deine Bemühungen zu schätzen. Mir gefällt der Accent ja schon. Ob es da noch andere welche gibt? Einen russischen zum Beispiel. Russischer Accent wäre doch auch mal interessant. Hat das überhaupt schon mal jemand gehört? Wie redet man denn dann? Wodka und Kaviar. Ah, das war nicht witzig. Ich find's witzig. Tut mir leid. Kopfkino. Kopfkino. Wir plündern erstmal nicht hier. Kann ich nicht ewig machen. Ein letzter Raubzug? Dann mache ich Schluss. Die sind alle über uns. Hier unten ist nichts. Die Kakerlake da hinten. Ist noch da. Dann nehmen wir auch alles mit verstrahltes Blut und alles, was sie da noch hatte. Ja, okay. Sinnvoll wissen wir ja aus Erfahrung, ist das sowieso immer alles mitzunehmen, was man hier findet. In der unteren Etage findet man häufig den Schlüssel für Räume in der oberen Etage. Deswegen sollte man schon etwas plündern. Nur eine Kakerlake, keine Sorge. Eine legendäre. Oh yeah! Wir haben Chamäleon-Lederrüstung, linkes Bein. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Okay, das nehmen wir mit. Und das Red-Kakerlakenfleisch auch. Oh Mann, da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Sie scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Ich kann, wenn jemand lacht, muss ich auch lachen. Okay, irgendwo geht's. Hier geht's rauf. Speichern. Noch weiter rauf. Ja gut, das werden die Geiseln sein, höchstwahrscheinlich. Ah ja.
der ist nicht gut. Mit seiner Käfigrüstung brauchen wir immer ein paar mehr Schuss, aber die ist gut. Ach, wenn man trifft, natürlich nur. Haben wir nicht einen Perk gerade fürs Treffen genommen? Nein, wollten wir. Haben wir aber nicht. Auch fürs... genau da muss ich stehen. Wer? So. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Worauf schießt er? Es ist niemand hier. Du siehst nichts. Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Vergiftet. Nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Das war gruselig. Komischer Hund. Das sind wirklich einige hier. Boah, was? So ein Scheiß werft ihr nach mir. Granate, ich glaube es nicht. Oh Mann. Ja, dann wird das ja jetzt wieder so ein Ding, was endlos lange dauert. Höchstwahrscheinlich. Ja, wenn wir es machen, dann schon. Obwohl das mit dem Hund, das war doch gerade ganz gut, oder? Das kann man mir doch nicht streitig machen. War das gut, oder? Naja, wir stehen hier ohne Deckung. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Die Waffe ist auch etwas laut, trotz des Schalldämpfers. Aber der Vergiftungsschaden, der hat doch was. Und Curie stand gerade eben nicht vor uns. Verteilt euch, findet sie. Ja, es wird jetzt schwieriger. Chris Commonwealth ist ein sehr schmutziger Ort. Schade. Kurz und schmerzlos. Glaub mir. Wir müssen einmal sehen, wie wir hier überhaupt, wenn die nochmal sowas werfen nach uns, wie können wir denn, wir können doch eigentlich da zur Seite und dann da runter springen, das geht. Vielleicht sollten wir nach oben und versuchen von... Da draußen ist wer! Brauchst dich nicht verstecken. So ein Mist, wie bewegen die sich denn immer? Die bewegen sich wie, ich weiß nicht, so bewegt sich kein Lebewesen so schnell. Findet sie und tötet sie! Ins Herz. Tut mir leid, Curry. Ja, jetzt ist es schon wieder. Curry ist immer davor. Gut, sie versucht ihn zu beschützen. Nein! 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 Entschuldigung für den Schrei, ich wollte damit sagen, nein. Und dann versuchen wir es jetzt noch einmal. Oh nein, wir haben nicht mal zwischengespeichert. Wir versuchen es jetzt mal... Ja, was versuchen wir denn? Nochmal und dann aber vielleicht von hier oben... In die Nieren. Das hält niemand aus. Ach so, ja, speichern ist ja auch schlecht, wenn dann gerade welche kommen. In dem Moment, in dem wir speichern, fliegt eine Granate auf uns. Haben Sie denn gar keine Selbstachtung? Wer ich? Warum? Du meinst, ich soll jetzt reinrennen? Und einfach so aufräumen mit denen.
Kann ich denn hier nach oben? Das sieht so aus, als könnte man da hoch. Wir versuchen das mal. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Weiter hoch kommen wir nicht. Ich würde den da ganz gerne. Das wäre ganz praktisch, wenn wir... Ups, hoppla. Boah. Jetzt hätte ich beinahe... Das wird nicht lang dauern. Wir werden nicht beschossen. Das ist ein Hund, oder? Moment, gegen Hunde habe ich noch was. Nimm das. Du erst. Irgendwas mit Blut stand da. Das habe ich jetzt wieder nicht lesen können. So schnell war ich. Aha. Ach Mist. Das war schon mal... Okay, ich lobe mich jetzt nicht selbst. Eigenlob stinkt. Ja, aber wenn ich es nicht tue, wer macht es dann? Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Wo ist die kleine Schlampe hin? Wir hätten etwas Wasser mitnehmen sollen aus der letzten Siedlung. Okay. Können wir weiter? Das war jetzt leise. Feiglinge verstecken sich. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Komm, es ist vorbei. Die haben sich verpisst. Entspann dich. Ich entspann mich, wenn ich kann. Klar? Mann, oh Mann, du warst so ein Scheißdick. Was war das? Am Leben, oder nicht? Wenn mir lieber dankbar statt ständig rumzumeckern. Genug gequatscht. Vielleicht schleicht sich gerade jetzt jemand an uns ran. Jetzt komm mal wieder runter. Ich gehe ja schon. Das ist doch scheiße. Spüllappen. Na endlich. Überfälliges Buch. Sehr schön. Was war hier noch? Hundefutter in der Dose. Aha. Überfälliges Buch. Wir werden reich hier rausgehen. Wer ist da? Es gefällt mir. Was zum Teufel nicht. War das? Ich will nicht über die Wissenschaft sprechen. Endstation! Immer der falsche Moment. Sie kann die Deckung nicht aufrechterhalten. Also man drückt drauf, sie hält das eine Sekunde und dann lässt sie die Deckung wieder runter. Also wenigstens die Deckung könnte sie doch länger halten, oder? Ja, das jemand ist so. Da? Also ich zeig das jetzt. Ich demonstriere es jetzt nochmal. Sie macht so. Und so. Und so. Aber sie kann das nicht halten. Was für ein Unsinn. Jetzt. Und das dauert auch noch. Das heißt, man kann im Nahkampf... Außerdem... Man muss das genau... Naja, das ist... Lust. Ja klar! Ich war noch nicht tot genug! Noch ein hinterher! Orientierung verloren. Man müsste die von hinten meucheln. Oh, jetzt geht's ab. Ich würde lieber. Hey, eigentlich bin ich weggesprungen. Das war im richtigen Moment gedrückt. Jetzt auch und. Hey, du musst von der Granate doch. Das geht doch gar nicht. Ach, ich kann mich nicht bewegen. Ja, Mama mia. Ich habe es gewusst. Wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, dann dauert das ewig.
Und weil das ewig dauert, werden wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Daumen hoch. Macht's gut und tschüss.